Hi, Peter hier und willkommen zu einer neuen YouTube-News-Folge. Bei der ersten News geht es um den Minecraft-Griefer Destroys. Dieser hatte vergangenen Sonntag einen Livestream gemacht und mitten im Livestream kam die Polizei in sein Zimmer und hat ihm Handschellen angelegt. Viele dachten, dass dies echt gewesen sei, weil keiner von einer Verarsche oder ähnlichem was wusste. Gestern gab es aber die Auflösung von Destroys und zwar war dies nur ein Prank und er kündigte direkt an, dass es auf der Gamescom weitere Pranks geben wird. Ich bin ehrlich, ich dachte auch, dass er verhaftet wurde, weil die Polizeiuniform ziemlich echt aussah. Und beim zweiten Thema geht es um den Kanal 61 Minuten Sex. Diese hatten ein Video hochgeladen mit dem Titel Dein Wunschvideo, wir räumen auf, in welchem sie angekündigt haben, dass sie ihren Kanal aufräumen wollen. Es werden viele Videos zusammengefasst bzw. ein Video zu einem Thema hochgeladen, wo es dann Verlinkungen zu den nicht gelisteten Videos gibt. Außerdem werden einige alte Videos neu aufgenommen. In der Beschreibung des Videos gibt es eine Umfrage, wo man angeben kann, was einen interessiert, damit diese Videos zuerst gemacht werden. Thema Nummer 3 und es ist ein Tweet zwischen den Let's-Playern Revinzeit und Logo. Revinzeit schrieb auf Twitter, Hey @logischer Vogel, wenn du doch ein Problem mit mir hast, dann sei doch so nett und klär's direkt mit mir und nicht mit Außenstehenden. Logo antwortete darauf, Hey @Revinzeit, was ist denn los? Habe ich was verpasst? PS, wir müssten von früher noch ein Twitter-Privatchat offen haben. Liebe Grüße, Logo. Einige Zuschauer vermuten, dass es sich eventuell um das Format Who's Your Daddy handeln könnte, welches beide in ihrer eigenen Version auf ihren Kanälen besitzen. Aber es ist auch nicht die erste Konfrontation, die die beiden haben, und zwar strikte Revinzeit ein Video von Logo vor 7 Monaten, weil dieser das Castle Rush Logo, welches von Revi war, benutzt hatte. Die Sache hatte sich dann geklärt und der Strike wurde zurückgenommen. Worum es sich aber hierbei handelt, weiß ganz genau keiner. Beim nächsten Thema geht es um den YouTuber Thaddäus, nicht Thaddäus von SpongeBob, sondern Thaddäus mit einem Z, welcher Geschichten aus seinem Leben erzählt, die meist sehr interessant und lustig sind. Dieser hat nun einen weiteren Kanal gestartet, wo anderer Kram wie zum Beispiel Real-Life-Videos kommen. Insgesamt hatte Thaddäus schon viele Kanäle, wie zum Beispiel einen Anime-Kanal. Und beim nächsten Thema geht es um den Call of Duty-YouTuber Fedor bzw. I Love Cookies. Dieser hat heute ein kleines Infovideo hochgeladen, warum die letzten 3 Monate keine Videos kamen und dass es jetzt weitergehen soll. Es gab angeblich Schwierigkeiten, sein Gaming-PC nach England zu schicken, wo er nun auch lebt. Abschließend gibt es noch 2 Abo-Erfolge, und zwar hat der Zweitkanal der Space Frogs mit dem Namen Space Radio und die Beauty-YouTuberin Xlaeta, die 1 Million Abonnenten erreicht. Glückwunsch an die beiden. Das war's mit der heutigen Folge, habt noch einen wundervollen Tag und ciao!